Hinter diesen Augen verbirgt sich nichts als Finsternis. Das sind die Augen eines Psychopathen. Hallo Filmfans und Filmfreunde. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie ihr aus dem Titel entnehmen könnt, ist wieder ein Mystery-Paket bei mir eingetroffen. Und zwar dieses hier. Diesmal von meinem guten Freund Silas, a.k.a. Movie Pyro. Bin mal gespannt, was er mir da geschickt hat. Ich mache das Ding jetzt mal live vor der Kamera auf und dann gucken wir zusammen rein. Messer haben wir schon nachgekriegt. Aufpassen, dass man den Finger abschneidet. So. Ja, Karton ist offen. So, dann klatscht du los, Scheißkleber. Sorry für die Unterbrechung. So, fangen wir an. Als erstes hat er mir hier einen Zettel beigelegt, und zwar: Hallo Michael, viel Spaß beim Filmeschauen und viele Grüße Silas. So, dann hätte man hier gleich mal eine Ladung Süßigkeiten. Süßigkeit ist immer gut. Ist schon da alles drin. Das hält ja gar nicht mehr auf. Dann hier noch eine Tafel Knuspernuss. So, das war's mit der Süßigkeit. Dann fangen wir jetzt mal an mit den Filmen. Dann hätten wir hier als erstes The Strangers Unrated. Das ist schon der erste Teil. Film habe ich leider schon im Steelbook. Aber da weiß ich jemand, wo ich Freude machen kann. Aber trotzdem danke. Film finde ich richtig gut. Schöner Home Invasions Film. Dann, was hätten wir als nächstes? Hätten wir hier Chucky's Baby. Bin jetzt zwar nicht ganz so der Chucky-Fan, aber dann gucke man halt noch einmal an. Trotzdem danke hierfür. Dann als nächstes hätten wir hier The Fast and the Furious, der erste Teil. Sage immer viele, das wäre der beste. Ich habe den auch schon mal gesehen, aber ich kann mich eigentlich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Aber gucke ich mir auf jeden Fall an, wie eh momentan Bock drauf. Oh, da ist übrigens noch was Süßes. Dann hätten wir hier der erste Teil von Chucky. Ja, ich denke, zu den Filmen selber braucht man eigentlich nichts mehr sagen. Viele sagen, Chucky ist cool. Wie gesagt, ich bin jetzt zwar nicht so der Chucky-Fan, aber ja. Und dann hätten wir hier als letztes noch ein Steelbook, und zwar in der Limited Uncut Edition vom Film Sabotage mit dem Schwarzenegger. Kann ich auch mal kurz rausholen. Ja, richtig guter Zustand, wie aus dem Lade. Ja, der Film interessiert mich schon eine Weile. Gucke ich mir auf jeden Fall jetzt einmal an. Und wenn er mir gefällt, bleibt er auf jeden Fall in der Sammlung, weil ich sammle ja eigentlich auch Steelbooks. Ja, wie gesagt, zum Film kann ich halt noch nichts sagen, aber ich habe schon einige Meinungen hier im Internet gehört. Einige sagen, der Film wäre richtig gut und hat, andere sagen, wäre voll der Schrott, aber da gebe ich eh nicht wirklich großartig was drauf, was andere sagen. So, und dann geht es hier noch einmal weiter mit Süßigkeiten. Da sind ja fast mehr Süßigkeiten wie Film drin. So. Das war schon, klein aber fein. Dann sage ich mal danke Silas, hat mir echt gefreut. Ich hoffe, mein Paket an dich kommt auch demnächst an. Und euch andere sage dann danke fürs Zuschauen, wie immer. Und dann sehen wir uns mal auf meine nächsten Videos. Euer Stone Cold. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.